Hallo, gerade bei klassischen Fahrzeugen ist es so, dass es gar nicht schlecht ist, wenn man weiß, weshalb gegebenenfalls das Auto nicht anspringt und man sich so korrekt einer helfen wollenden Person gegenüber ausdrücken kann. Wir versuchen heute mal zu erklären, wie der Anlassvorgang funktioniert und was der Anlasser macht. Kennt jeder? Kupplung treten, damit das Getriebe nicht mitgedreht werden muss. Anmachen. So, und dann zeigen wir mal. Jetzt gehen wir in den Fiat. Der Startvorgang im Fiat ist ein anderer als im MG, was natürlich daran liegt, dass ich auf der anderen Seite sitze. Erst die Zündung einschalten. Zwei Kontrollleuchten, einmal für Öldruck, einmal für Generator. Im MG wird es als Zündung bezeichnet. Hier ist es der Generator, was richtig ist, also was fachlich richtig ist. Eine Stellung, den Anlasser jetzt einzuspuren, gibt es nicht. Kann man hier machen, was man will, tut sich nicht. Der Anlasser ist hier unten. Das ist der Choke und das ist der Anlasser. Das heißt, ich kann jetzt hier ziehen. Dann läuft der Motor. Auch wenn ich wenn die Zündung aus ist, kann ich den Anlasser betätigen. Der Anlasser dreht, aber der Motor kann nicht anspringen, weil er keine Zündung hat. Ich kann jetzt stundenlang den Anlasser betätigen, ohne dass der Wagen anspringen kann. Erst wenn ich die Zündung anmache, springt der Wagen an. Das Zündschloss ist also nicht automatisch ein Garant dafür, dass das Auto anspringt. Also manchmal sind es mehrere Dinge, die zusammenkommen. Der Fiat hat einen zusätzlichen Ausschalter. Das heißt, die ganze Zündung, die ganze Elektrik ist erst bedienbar, wenn die Batterie über diesen Schalter an den Stromkreis angeschlossen wird. Zündschlüssel hin oder her. Starten kann man dieses Auto erst, wenn man hier den Strom einschaltet, dann ist die Batterie überhaupt erst in den Stromkreis integriert. Ohne diesen Schalter kann ich da drin drehen und machen, wie ich möchte. Da kommt kein Kontrollleuchte, da kommt gar nichts. Ein sehr häufiger Fehler sind dann, wenn man glaubt, das Auto würde nicht mehr fahren, hat man in Wirklichkeit nur so einen irgendwo versteckt verbauten Zündschalter vergessen. Verbrennungsmotore können nicht alleine anlaufen, so wie Elektromotoren. Elektromotoren, da gibt man Strom drauf, zieht das Ding los. Können Verbrennungsmotoren nicht, die müssen erst angeworfen werden. Da gibt es konstruktiv 1000 Möglichkeiten zu. Beim Motorrad nimmt man Kickstarter, bei Düsentriebwerken braucht man eigene Startermotoren, meistens so kleine Zweitakter. Und beim Auto oder beim Motorrad größeren Hubraums nimmt man Elektromotoren. Die sind ziemlich in die Konstruktion verwoben, weil die müssen natürlich die Kraft beim Starten auf ein Bauteil bringen, was die Kraft auch übertragen kann. Das ist in der Regel ist das die Schwungscheibe. Beim Motorrad ist das hier so ein spezielles Ritzel. Das ist die einzige Möglichkeit, mal so einen Anlasser wirklich in der echten Einbausituation zu zeigen. Beim Auto ist das immer so ein bisschen schwierig, weil der Anlasser ist immer an der Nahtstelle zwischen Motor und Getriebe. Oder beim Auto heute an der Nahtstelle zwischen Motor und Getriebe. Ältere Autos, gerade französische, kann man bis in die 80er Jahre mit Kurbel ankurbeln, anstelle von Anlasser. Beim Start müssen drei Dinge zusammenkommen. Das ist erstens, Sprit muss da sein. Zweitens, Zündung muss da sein. Und drittens, der Motor muss angedreht werden. Mit einem Anlassermotor. Das ist jetzt der Anlassermotor aus dem Verbrennungsmotor. Wir lassen den gleich mal laufen. Damit man sieht, wie viel Schwung notwendig ist, diesen 750 Kubik Motor anzudrehen, sodass er von alleine anfängt, Sprit anzusaugen, dieses Gas zu verdichten und dann zu zünden. Wir haben ja auch bei den Autostartvorgängen eben gesehen oder auch gehört, bei den englischen Fahrzeugen, macht die Benzinpumpe, das ist hier so eine Benzinpumpe, macht dieses tickende Geräusch. Wenn man das hört, weiß man, aha, Sprit ist aller Wahrscheinlichkeit nach da.
Beim Fiat ist es so, da ist eine Stößelpumpe unten am Motor, die hört man nicht. Da muss man einfach hoffen, dass der Sprit da ist. Oder das kann man im Zweifelsfall prüfen, indem man die Leitung abzieht. Jetzt haben wir hier einen einfachen Anlasser. Der hat Plus an Gehäuse. Nein, hat er nicht. Der hat Minus an Masse, also kriegt er hier Plus. Und sobald wir dann hier dran gehen, fängt er an zu drehen. Es wird mit dem Zahnrad, kann dann Kraft über dieses Ritzel auf die Kurbelwelle übertragen werden. Super Anlasservorgang. Und wir haben den Anlasser gehört. Dieses Tschuk, 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 was wir eben gehört haben beim Starten des Motors vom MG oder auch vom Fiat, das sind die Vorgänge des Komprimierens und die Zündversuche. Der Anlasser, der dreht einfach so durch. Das ist der Fiat-Anlasser. Funktioniert folgendermaßen. Wir haben ja eben draußen festgestellt, dass wir das Zündschloss drehen können, wie wir möchten. Tut sich nichts. Das liegt daran, dass der Starter hier, das kann man hier unten sehen, der spurt nicht mit einem Magnetschalter ein, sondern der wird mit einem Seil hier dran gezogen. Und je weiter man zieht, dann wird irgendwann dieser Schalter hier bedient und dann läuft der Motor an. Also wir ziehen hier dran, dann kommt das Zahnrad raus. Und jetzt schließen wir den mal an, dann kann man nämlich auch sehen, wie der Motor dann anläuft. So, dann kann man hier dran ziehen, dann sieht man, wie hier der Schalter langsam aktiviert wird. Bei dem kleinen Fiat funktioniert das, wie gesagt, mit einem Seilzug. Das heißt, wir haben keinen automatischen Magnetschalter, sondern diesen Seilzug, der hier diesen Schalter schließt und dann läuft der Anlasser an. Das ist der Anlasser vom MG, also von dem grünen MG. Der ist technisch erheblich fortgeschrittener. Den kann man zwar auch so anlaufen lassen, so läuft nur der Motor. Aber das hilft ja nicht weiter, weil eigentlich muss der Magnetschalter den einspuren. Man kann also den Magnetschalter auch mit der Batterie auslösen. Das ist aber jetzt nur das Einspuren, weil ich habe hier einfach nur zwei Klemmen dran und hier sind vier Klemmen dran. Ich kann also nur eine Funktion immer emulieren. Den Start des, das Laufen des Startermotors kann ich hier zeigen. Wenn das Auto nicht anspringt, ist eigentlich das Wesentliche, sagen zu können, ob der Motor dreht oder ob der Anlasser dreht. Wenn man also sich da reinsetzt und den Schlüssel rumdreht und es kommt gar nichts, nicht dieses Klacken, was wir gerade gehört haben und auch nicht dieses Laufen vom Anlasser, dann wissen wir, dass es nicht der Sprit ist und nicht die Zündung, sondern in irgendeiner Form der Anlasser, der nicht in Ordnung ist. Das ist zwar nicht toll, weil der Anlasser ist an der Stelle, die ist immer schmutzig. Aber man kann ein Auto, wenn der Anlasser nicht funktioniert, immer noch anschieben, anziehen, einen Hang runterrollen. Also es gibt Möglichkeiten, den Motor zu starten, ohne dass der Startermotor funktioniert. Es gibt außerdem den Trick mit einem Hammer, und ich empfehle tunlichst einen Schonhammer, hier so auf den Anlasser so im Magnetschalterbereich zu klopfen. Es gäbe nämlich die Möglichkeit, dass erstens der Magnetschalter hängt, das kommt schon mal vor, und dann zieht er den, dann spurt er den nicht ein und dann hakt er hier. Und das kriegt man los, indem man drauf rumklopft oder oft wieder gelöst. Aber das ist keine Reparatur, sondern das ist für ein, zwei, drei Mal. Der Magnetschalter ist in jedem Fall kaputt, sonst würde er den Fehler nicht machen. Das ist, wie gesagt, jetzt ein moderner Anlasser. Das nennt sich der Bendix-Typ. Erkennt man daran, dass der hier mit dem Magnetschalter hier das Ritzel nach außen zieht. Bei dem Marelli-Typ ist es auch quasi funktioniert wie der Bendix, aber eben kein Magnetschalter, sondern eben von Hand ausgerückt. Wir haben jetzt die Anlasser mal durchgeschaltet und laufen lassen. Wenn Ihr Auto nicht anspringt und Sie einen Kumpel anrufen und sagen, mein Auto springt nicht an, das ist keine Fehlermeldung, sondern eine Fehlermeldung wäre, es ist kein Sprit da oder es ist keine Zündung da oder der Anlasser dreht nicht. So viel technisches Verständnis muss sein. Also der Anlasser, der Startermotor ist wesentliches Teil und zwar ein Teil, was man substituieren kann. Wenn Zündung nicht da ist oder Sprit nicht fließt,
dann ist das schon ein bisschen aufwendiger zu beheben. Normalerweise zeigt das Drehen des Anlassers, dass große Teile der Autoelektrik in Ordnung sind. Also das Drehen des Zündschlüssels beim MG oder bei vielen anderen klassischen Fahrzeugen, genauso beim Käfer, 2CV, fast alle. Das Drehen des Zündschlüssels schaltet das Zündrelais im Motorraum und von da aus wird der Magnetschalter hier betätigt, der den Anlasser einspurt. Das ist das klackende Geräusch. Wenn es nur das klackende Geräusch gibt, ist der Anlasser kaputt. Wenn es kein klackendes Geräusch gibt, ist der Magnetschalter kaputt. Aber beides ist in einem Bauteil. Wenn man weiß, was kaputt ist und sich so ein bisschen über den Zusammenhang Gedanken macht, dann kann einem auch im Falle eines Falles eher geholfen werden. Meistens ist es aber so, dass wenn der Anlasser nicht läuft oder das Fahrzeug nicht anspringt, dann liegt es daran, dass die Zündung nicht eingeschaltet ist oder irgendwo ein versteckter Notausschalter ist oder irgendwo ein verdeckter Killschalter ist. Das ist sehr häufig der Grund, gerade in einem Auto, was man nicht gut kennt. Das ist jetzt der normale Anlasser, der den Lukas-Anlasser im MGB ersetzt. Tolles Teil, dreht gut, ist auch nicht so teuer, ist ein probates Angebot. Aber wenn der Motor schon so ein bisschen nicht mehr ganz so fit ist, man gerne ein bisschen mehr Drehzahl auf dem Anlasser haben möchte, damit der Motor noch anspringt, gibt es so den Turbo. Das sind moderne Hochleistungsanlasser. Die haben viel, viel kleinere Motoren. Das hier ist der Motor des Anlassers. Das ist der Fiat-Motor, der ist fast doppelt so groß. Selbst der Motorradstarter-Motor ist erheblich größer als der in diesem Anlasser. Hier hinten ist dann ein Untersetzungsgetriebe, sodass der sehr, sehr viel schneller laufen kann als der Fiat-Anlasser. Diese Hochleistungsanlasser drehen mit sehr viel Kraft sehr viel höher als die Standardanlasser. Gerade für hochvolumige Motoren, jetzt Jaguar 6-Zylinder und so, bieten sich solche Anlasser, solche Hochleistungsanlasser an. Die spuren dann noch anders ein, die machen das über Fliehkraft, aber das ist wirklich schönes Teil. Also mein nächster MG-Anlasser, wenn ich denn überhaupt noch mal einen brauche, wird ziemlich sicher so einer. Die Hochleistungsanlasser für klassische Fahrzeuge gibt es auf der Limora-Seite. Ich mache einen Link zu der Direktauswahl. Die gibt es übrigens für fast jedes Fahrzeug. Die sind ja immer gleich. Also das ist ja nicht, dass jeder für seinen Motor einen eigenen Anlasser bekommen hat, sondern dass die in den Lukas oder in den Marelli oder in den Bosch-Katalog geguckt haben und gesagt haben, den nehmen wir. Der ist billig, der ist klein, den nehmen wir. Deswegen sind das nicht so viele verschiedene Typen und es gibt eigentlich für jedes klassische Fahrzeug hier so einen Hochleistungsanlasser und das lohnt sich schon. Schönen Dank, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns über Ihre Kommentare, wir freuen uns über Ihr Like, wir freuen uns ganz besonders, wenn Sie uns abonnieren und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss!